Willkommen zurück bei Titan Quest. Weiter geht's im Jumbi-Tal. Und irgendwas geht hier in den Bergen vor. Ich bin gleich tot. Scheiße, zaubernden Drecksviecher. Alter, dass die immer so eine Macht haben. Geht's kaputt. Achso. Das war schon das Geheimnis in den Bergen. Ach, Gott sei Dank. Achso, ich dachte gerade, mir werden die Truhen nicht angezeigt. Aber das sind gar keine Truhen, das sind so kleine Altare. Ich wusste gar nicht, dass Leertaste Pause ist. Gerade durch Zufall das allererste Mal draufgekommen. Okay, kann ich die Aufgabe wieder abgeben? Die hatten wir von ihm hier. Was? Die Sockel waren leer? Bist du sicher? Die heiligen Waffen sind gestohlen worden. Was kann das bedeuten? Die heiligen Waffen sind gestohlen worden. Die müssen wir wahrscheinlich wiederfinden. Ganz kurz schauen. So, jetzt dürfte es wieder hinhauen. Okay, da geht es nicht weiter. Da oben auch nicht. Ach, hier unten war ja noch eine Brücke. Hier hinter seinem Tempel. Oh, ein Pferd. Ich komme gar nicht so nah ran. Das ist geschützt. Ach, hier geht's weiter. Ach, guck mal. Oh, sehr gut. Komm, Fremder, wir haben heute ein paar gute Sachen für dich. Jo, ich nehme auf jeden Fall mal ein paar Heiltränke mit. Mögest du Reichtum erlangen? Jo, geht so 1,5 Millionen, ist okay, denke ich. Zumindest haben wir bisher noch keine so großen Ausgaben gehabt, dass das kritisch werden könnte. Ja, vielleicht haben die ja noch ein paar Raptor-Zähnchen dabei hier. Warte mal, hier oben war irgendwo eine Kampfmarkierung. Hier. Ach nee, schreiende Erfahrung. Ah, super. Komm schon, Raptor-Zähnchen. 4 Stück. Reicht mir. Hier. Mann, ey, die Zauberer machen einen wahnsinnig. Erst zaubern sie wie die Verrückten. Und dann rennen sie auch noch weg. Kein Raptor-Zähnchen. Das ist aber schade. Oh. Das Toteles Diadem. Hier im Orient. Was hat denn der hier verloren, Achistoteles? So, bevor wir da oben weitergehen, hier unten war eventuell noch was. Oh, da kommt mir nachgelatscht. Mann, scheiß Zauberer. Steckte deinen Stab dahin, wo es weh tut. Nee, okay, hier ging es nicht weiter. Nun denn.
Gipfel des Zongbo. Gut. Einer hat mitgemacht. Ein Raptorzahn. Es ist mein Fehler. Unsere heiligen Waffen. Ich war so ein Narr. Jetzt haben die brutalen Neandertaler sie. Es gibt keine Hoffnung. Ich dachte, ich wäre ein Held. Das habe ich gedacht. Nimm die Waffen unserer Ahnen und bekämpfe unsere Feinde. Dann werden die Berge wieder sicher und friedlich sein. Aber ich habe sie verloren. Ich habe die Geister unserer Ahnen und den Geist des Berges verärgert. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir die Waffen wieder erlangen können. Höhle. Ach, gar nicht gesehen. Wieder eine Eishöhle. Können wir mit der kleinen Raptoren alle mitkommen. Wieder kein Zahn. Die finde ich ganz nett, die Raptorzähne, ne? Bis zu 10% physischer Schaden. Oh, wen haben wir hier? Jung Knochenrassler, Neandertaler Held. Ötzi auch genannt. Ah ne, Ötzi war kein. War Ötzi Neandertaler? Weiß ich nicht. Ich meine jetzt nicht DJ Ötzi. Der wahrscheinlich schon. Nein, da komme ich doch nicht ran. Doch. Noch tiefer. Da ist wieder einer. Torschädelknacker, der andere Taler hält. Geht kaputt. Was? Essenz von Shenlongs dunkler Medizin. Zwölf Giftschaden. Ach doch, das hatten wir doch schon mal. Genau. Ornamenttruhe. Kannst du nicht einfach so auf mich zugerannt kommen? Hör auf mit dem Scheiß. Oh shit. Oh, eine königliche Truhe. Barmanu, hoher Kriegsherr, der Neandertaler. Zeig dir gleich mal, wie man hier Krieg macht. Ja, komm schon. Hauen weg. Nein! Alter, was? Ach shit. Ach so, ah ne, ich erinnere mich, ist gar nicht so weit. Gedacht, wir stehen jetzt ganz woanders. Ich wollte gerade weg, aber ich ist einfach nicht mehr gepackt, da wegzukommen von so einem komischen Schneehagel oder was da runterkommt oder Eismeteore. Fuck. Hey.
Mann, ich denke mal, es geht schon hier unten links rein. War eine größere Höhle. Nochmal runter. Shit, ey. Den müssen wir jetzt umhauen. Ich habe keine Lust, den Weg nochmal zu gehen. Aber mal so eine komische, weiß ich nicht, was das für eine Attacke ist, der mich betäubt. Okay, das kann man ganz gut, da schon wieder die Betäubungsattacke. Dann hat man wahrscheinlich gleich wieder seine komischen, da. Alter, komm schon, hau den jetzt weg. Nein, weg. Fuck! Ah! Du Drecksack. Mann, ich konnte nicht weg. Ich war noch gestunt von seinem komischen Scheißgebrüll. Werde ich aber böse. Sonst stehen alle 10 Meter so ein Kackbrunnen rum. Ausgerechnet hier nicht. Das hatten wir schon mal in der Wüste, als mich dieser Typ da andauernd platt gemacht hat. So, jetzt aber. War ja knapp. Da hat ja nicht viel gefehlt. Ich wollte gerade zur Seite, aber es ging halt nicht, weil ich noch gestunt war. Scheiße. Komm her, du Wurm. Du Made. Hey. Ah, wieder durch die ewig lange Eishöhle. Lauf, Bursche. Okay, fick dich, du scheiß Bergwichstroll. Das ist mies, wenn er mich stunt und dann direkt die Scheiße ruft. Da komme ich halt nicht weg. Mann! Oh, es wird mich viel weniger ankotzen, wenn dieser Kackweg nicht so lang wäre. Mann! Achso, hab's vergessen. So. Den machen wir wieder platt, egal wie lange das heute hier dauert. Der kriegt ein paar auf den Sack. Darf doch nicht wahr sein. Na, ich gehe wieder hier um diesen Scheißstein wie beim ersten Mal. Mann! Warum kann ich nicht einen handlichen Brunnen dabei haben, den ich mir selber mal irgendwo hinstellen kann? Das wäre super. Vor allem, der ist alleine, der hat ja noch nicht mal irgendwelche Ads dabei oder so. Genau. Komm, mach deine komische Brüllattacke. Oh, die hat er gerade gemacht. Guck mal, das sind ja nicht mehr viel. Nein! Lauf doch mal weg! Hier, unsere Chance. Und schon, hau den weg. Oh, nice, ey. Fuck, geht doch. Oh, bis 79 Schaden. 82, 21 Feuerschaden. Sagt die königliche Truhe. Indiane Barriere. Ah, ein schönes Schild. Haufen Geld. Wappenring der Wahrnehmung. Intelligenz. Halt.
Isolierender babylonischer Kampfhelm. Blitzwiderstand. Hätten wir was für unsere Blitzwiderstandsausrüstung. So, der wäre besiegt. Na Gott sei Dank. Ging jetzt doch schnell drauf. Ich hätte ja nicht gedacht, deswegen bin ich jetzt mal so ein bisschen um den gekreist am Anfang, dass der diese komische Schallattacke, so sah das aus, macht, wenn ich nicht vor dem stehe. Dann war es jetzt ein bisschen einfacher, weil er die halt trotzdem macht, auch wenn ich weit weg von dem bin. Und dann in der Regel kurz danach diesen komischen Eisregen. Und dann hatte ich immer mal ein paar Sekunden. So, kann ich jetzt mit ihm hier oben schon reden oder? Ja. Du hast sie aufgehalten. Ich hatte gedacht, dass die Neandertaler mit den Waffen unserer Geister zu mächtig wären. Ich hatte gedacht, wir seien verloren. Ah, das war alles meine Schuld. Super. Geheimnis in den Bergen. So, gehen wir weiter. Oh Gott, die nächste Höhle. Und die nächsten Yetis. Zum Brunnen wäre ganz geil, wenn da nochmal einer kommen würde. Fände ich sehr vorzüglich. Oh, der Ring der Weissagung. Okay, ist wieder nichts für uns. Über die Berge bist du gekommen und nun gehst du in die Höhlen aus Eis. Es ist der einzige Weg und danach, ach, du wirst es selbst sehen. Okay. Was werden wir denn selbst sehen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Ab in die Höhlen aus Eis. Oder wie man hier sagt, Eishöhle. Wieder nur Fernkämpfer. Ich könnte kotzen. Immer verrecken die, wenn ich sie einmal getroffen habe. Nein! Oh, Kriegsbogen des Feuers. Der hat mir gerade eine ganze Menge Energie entzogen. Mit seinem blauen Strahl. Schöner Sound im Hintergrund. Oh nö. Der Dämon muss weg. Der haut gut rein. Na, habt ihr noch mal ein paar Zähnchen für mich? Das wäre äußerst liebenswert. Niemand. Ich bin enttäuscht. Würde schon mal weitergehen. Ich weiß aber nicht, ob es hier mehrere Ausgänge gibt. Wir schauen uns erstmal noch hier oben um. Nö, könnte sein, dass wir da lang müssen, oder? Dann geht doch noch ein bisschen weiter hier oben. Oh fuck, die dicken. Machen ordentlich Schaden. Komm mal da raus. Ah. Hat er mich beim Anstürmen einfach eingeeist. Ach geil, noch eine königliche Truhe. Sehr nett. Sehr gut, weg damit. Gut. Machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Oh, wünsche euch noch einen schönen Tag.
und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.